Ich habe nur eins gesagt. Alle drei Vereine, ich habe weder was gegen Hoffenheim, gegen Wolfsburg, Martin Winterkorn. Das ist wirtschaftlich für mich ein totales Vorbild. Ich habe mit Dietmar Hopp meinen Frieden, ist alles gut. Ich habe gesagt, nur noch drei Vereine, die wenig Zuschauer zu Hause und fast niemand auswärts begleitet. Dann kriegen wir ein Problem. Nicht, dass die Liga kollabiert, habe ich nie gesagt. Ich habe gesagt, dann können wir nicht mehr überall auf unseren Roadshows im Ausland sagen, die Bundesliga hat die meisten Zuschauer. Der Seifert hat vor kurzem gesagt, wir wollen 50 Millionen mehr aus der Auslandsvermarktung holen. Ja, wie soll das denn gehen, wenn wir nicht mehr sagen, wir haben die meisten Zuschauer? Und das ist doch einfach so, das hat doch nichts mit der sportlichen Qualifikation von Wolfsburg zu tun. Aber trotzdem, wenn ich eben sehr wenig Zuschauer habe und wir uns dafür feiern lassen, dass wir die schönsten, die vollsten Stadien haben und so, dann geht es irgendwann nicht mehr, wenn da 6 Clubs da sind. Mehr habe ich nicht gesagt. Die drei haben sich sportlich qualifiziert, ist gar keine Frage. Naja, dass die DFL in ihrer die Auslandsvermarktung darauf basiert, auf dem hauptsächlichen Argument, dass die Stadien voll sind, das finde ich jetzt ein bisschen wenig, um damit durch die Welt zu ziehen. Das sollte mich wundern, wenn das ein schlagkräftiges Argument ist, um in China Fernsehrechte zu verkaufen. Sie sind in einer exponierten Position im deutschen Fußball und wenn Sie dann mit in einer öffentlichen Runde dergleichen despektierlich auch, ich nenne Rasenschach Leipzig. Also das ist doch ein blöder Name, Rasenball. Ja, also wer nimmt denn so einen Namen? Von dem Verein. Leben noch nicht gehört, ja, dass man so einen Namen nimmt. Da können Sie ja nicht den Namen gibt es doch nur, weil man die Abkürzung RB erhalten wollte. Ja, deswegen ist das ja trotzdem der Name von dem Fußballverein. Da aber ein Kunstprodukt. Ja, das ist ein reines Kunstprodukt, das natürlich nicht Red Bull heißen darf, weil die Statuten das verbieten. Ja, aber wo ist denn das Problem? Ist denn irgendein anderer Verein in Leipzig in den letzten Jahren anständig auf die Beine gekommen, ohne Hilfe von außen? Wollen wir deswegen verhindern, dass in Leipzig in einer offensichtlich strukturschwächeren Gegend, was den Fußball angeht, jemand sich engagiert? Wären Sie dann auf den Namen Rasenball gekommen, wenn Sie einen Verein gründen würden? Also bitteschön. Ne? Und insofern, aber das Engagement in Leipzig ist deshalb nicht negativ. Und ich bin auch ganz nah bei Utz Glasen. Wenn sich in 20, 30 Jahren in Wolfsburg oder in Hoffenheim eine Kultur entwickelt hat, dass die so ist wie jetzt in Schalke oder in Frankfurt oder in Hannover, dann sage ich Chapeau, große Klasse, riesig, toll. Ich empfinde das gar nicht als Beleidigung. Das sind ja alles eigentlich Tatsachen. Also die würde ja auch keiner wirklich ernsthaft bestreiten können. Wenn man sich zum Beispiel bei euren Kollegen vom Pay-TV anguckt, wie viele Zuschauer sich die Spiele von Hoffenheim da wählen und angucken oder die von Wolfsburg oder die von Leverkusen, dann gibt es da ganz eindeutige Zahlen. Die sind auch völlig außer jeder Diskussion. Hoffenheim, Wolfsburg und Leverkusen wollen die wenigsten Leute gucken. Und wenn man das jetzt mal einfach weiterspinnen würde, dann müsste man auch sagen, auch aus den Fernsehgeldern, aus dem Pay-TV, das ist ja der größte Batzen, der überhaupt reinkommt bei der Bundesliga, da könnte man durchaus sagen, warum kriegen die eigentlich so viel?